Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. In Beichtgesprächen höre ich immer wieder, dass Menschen ungut mit anderen umgehen und dass sie letztlich darunter leiden. Ich weiß selber, wie schlecht ich manchmal aus meiner Haut raus kann. Wenn ich schlecht gelaunt bin, ja, dann lasse ich es auch manchmal an anderen aus. Aber Jesus lädt mich ein, immer wieder zu reflektieren, wie ich mit anderen eigentlich umgehe, wie ich auch mit mir selbst umgehe. Und so gehe ich vielleicht auch mit ihm um. Im Matthäusevangelium sagt er: Amen, ich sage euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Das hält sich zwar nicht durch im Alltag, dieser Gedanke, aber vielleicht kann es doch manchmal helfen, zu denken, dass ich das, was ich tue, sage oder denke, an Jesus selber tue. Vielleicht hilft mir das, manche Dinge zu verkneifen, mal die Klappe zu halten, mal schlechte Gedanken beiseite zu schieben. Denn diese alle kennt Jesus und an ihm will ich es doch eigentlich nicht auslassen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du begegnest mir nicht nur im Gebet oder im Gottesdienst, sondern in jedem Menschen, der mir begegnet. Hilf mir, dich in allem und über alles zu erkennen, immer deiner Gegenwart bewusst zu sein. Führe uns durch diese Nacht, in der auch du gegenwärtig bist, und schenke uns am neuen Tag ein waches Herz und einen offenen Blick für deine Gegenwart in den Dingen der Welt, aber vor allem in meinen Mitmenschen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.